Bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mich mehr supporten könntet, da ich mir wirklich schon eine sehr lange Zeit für meine Videos sehr viel Mühe gebe. Ich freue mich auf euch. Servus Leute, was geht bei euch ab und willkommen zu einem YouTube-Video. Hilfe Ukraine. Jedenfalls kann ich nur sagen, ich hoffe, dass es den Leuten gut geht dort, auch wenn ab und zu mal ein paar Bombardierungssachen kommen und irgendwelche Jets da rumfliegen und Scheißbomben da abwerfen. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut. Das Video drehe ich übrigens nochmal nach. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut und habe mich gefragt, Digga, wie kann man so bekloppt sein und so eine Scheiße machen? Wie kann man so einen asozialen Scheiß machen? Nur weil irgend so ein Präsident aus Russland was gegen die Ukraine hat oder irgendwas ist da passiert, keine Ahnung, legt ja jetzt ein paar Bomben dahin und bringt Kinder zum Weinen, also da, Kinder sterben dort, die Menschen dort sterben und die haben nicht mal irgendwas, ich weiß zwar nicht, was die gemacht haben, ich finde, die haben nichts gemacht, ich habe nichts gesehen, was die gemacht haben könnten und auf einmal kommt so ein Präsident und schickt ja Truppen hin und will die einfach angreifen, so. Ich weiß zwar nicht, was da genau passiert ist, ne? Aber informiert mich bitte in den Kommentaren, falls ich falsch liege. Aber Leute, so, Krieg ist eklig. Also, man, Digga, das finde ich nicht witzig, Alter. Ich finde das nicht okay, nein, finde ich nicht. Ich finde das richtig scheiße. So, das ist so kacke, Alter. Kann ich mir, das Beste ist ja noch, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was da gerade abgeht. Weil, natürlich, ich war noch nie in einen Krieg verwickelt, Gott sei Dank. Ich wünsche den Menschen dort einfach nur alles Gute und hoffentlich überstehen die diese ganzen Kacke da, die da gerade passiert. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Ihr wisst ja, seit einigen Wochen gibt es das Problem nämlich, dass immer wieder diese Frage kommt. Ja, es gibt irgendwo Krieg. Der dritte Weltkrieg kommt. Ein Scheiß wird kommen. Ein Scheiß. Vor allem nicht in Deutschland. Weil in Deutschland könnt ihr das überhaupt nicht erwarten. Das ist echt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gab auch schon ein Video von den Ehrenmann. Ehrenmann, Herr Anwalt. Und deshalb Grüße gehen nochmal raus an Herr Anwalt. Er wird das Video sowieso nicht sehen. Und wenn er das Video doch sieht, dann ich küsse dein Herz, Bruder. Grüße gehen raus. Ukraine. Russisches Militär bombardiert offenbar Luftwaffenstützpunkte. Irgendwas hat da der liebe Herr Putin mit Ukraine. Die sind irgendwie nicht zufrieden miteinander und wollen sich deswegen gegenseitig umbringen. Und ich finde das auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ich bin auch gegen Krieg. Ich möchte gerne wie gewohnt in der Woche 3 oder 4 Mal zum Fitnessstudio gehen können und mein Döner essen nach dem Fitness. Man sollte schon ein bisschen auf die Masse achten. Rein in die Masse. In die Masse gehen. Und nicht wie beim Militär in die Masse. Ich meine jetzt mein... Irgendwie haben die Russen da Probleme mit irgendwelchen Ländern, die da Scheiß gelabert haben. Die wollen die angeblich angreifen und deshalb fucken die sich jetzt gegenseitig ab und sagen, ey, was wollt ihr von uns? Wir haben euch nichts getan. Das Problem ist jetzt auch gerade bei den beiden hier, bei Ukraine und bei beim lieben Herr Putin. Zum Großen und Ganzen geht es einfach nur darum, dass viele Menschen in Deutschland jetzt Angst haben und sich in die Hose kacken und sagen, ey, nein, ich will das nicht. Ich will nicht, dass Krieg geführt wird. Ich möchte gerne wie gewohnt zur Arbeit gehen. Und nach Hause kommen, pennen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, pennen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, pennen, zur Arbeit gehen und das ein ganzes Jahr, bis ihr irgendwann mal verreckt und 80 Jahre alt werdet oder 70 Jahre alt, wie auch immer, und damit ihr Rentengeld bekommt von Deutschland. Ja, Freunde, so ist das Leben, manchmal. Es sei denn, du machst dich selbstständig, wirst erfolgreich, wirst Milliardär wie der Chef von Amazon und kratzt dir am Sack, während du ungefähr nach pro Sekunde 20 Mille machst oder mehr sogar, weiß ich nicht. Aber jedenfalls geht es halt darum, dass viele Menschen in Deutschland es nicht wollen. Die haben Angst um ihr Leben und die sagen, nee, ich will das nicht. Und haben sich natürlich in die Hose gekackt und sich beschwert, ja, wo gibt es Krieg, warum gibt es Krieg, warum das, warum dies. Und das ganze Problem ist einfach nur daran, natürlich hat man Angst. Ich persönlich, sage ich ehrlich, ich hasse auch Krieg. Krieg ist Dreck. Müll. Ich habe auch keinen Bock auf Krieg und wir wollen alle gerne bis ans unser Lebensende weiterleben und unseren Tag hineinleben und unsere Sachen machen, die wir alltäglich machen. Das Problem ist einfach nur halt, dass diese Länder, weil die sich ja beefen und sich nicht mögen, ziehen die natürlich durch diese Nachrichten. Man spricht darüber oft, wie beim Coronavirus, als er ganz frisch war, aber heute juckt es irgendwie keinen mehr. Ich meine, auf der ganzen Welt wird nicht mehr berichtet, wo Corona noch ist, außer in Deutschland. Verstehe ich auch nicht. Aber scheiß mal auf dieses Corona-Kack. Heute geht es natürlich nur um diese Kriegssache. Soll es Krieg geben oder soll es keinen Krieg geben?
Ich hoffe nicht, dass es in Deutschland irgendwann mal Krieg geben wird, weil ich gerne noch weiterleben möchte. Ich bin gerade mal junge 24 Jahre alt und dementsprechend möchte ich gerne mein Leben weiterleben. In Deutschland wird es keinen Krieg geben, weil Deutschland, ich weiß nicht, Deutschland hat einfach so diesen Status, da darf es einfach keinen Krieg geben. Es sei denn, irgendwelche Chinesen am Arsch der Welt tun eine Atombombe werfen und dann sind wir alle tot. Das ist natürlich was anderes. Wie wir alle wissen sollten, haben die netten Menschen da drüben auch ein Verständnis, eventuell so ein kleines bisschen Verständnis mit der Welt. Und lassen uns dann alle in Ruhe. Das Video hat 440.000 Klicks und das Hashtag 1 auf den Trends. Ich hoffe, dass es nie wieder zu einem Krieg kommen wird. Was soll man dazu sagen, Leute? Das ist einfach nur alles Klickmacherei, finde ich. Und die Leute pushen einen einfach damit, obwohl es keinen großen Aufwand dafür gibt. Aber das Einzige, worauf ihr wirklich achten solltet, ist einfach nur, dass ihr gesund nach Hause kommt. Das wird auch sogar noch ganz fett präsentiert in den Nachrichten. Hier zeige ich nochmal dieses... So, ihr seht das auch. Dass es ja auf Trends ist. Hier reden irgendwelche Leute über diese Kriegssache zwischen... Also ich habe gehört, dass der nette Putin ein paar Truppen dahin geschickt hat. Das stimmt auf jeden Fall. Er hat da irgendwas gemacht. Er hat Truppen hingeschickt und wollte da irgendwas machen. Was er machen wollte, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er da Truppen hinschicken wollte. Die haben sich irgendwann mal zurückgezogen, habe ich gehört. Also das habe ich gelesen halt bei der App. Ich würde sagen, von mir aus, das war's auch mit dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von meinem Kanal, dann abonniert jetzt den YouTube-Kanal von mir. Einfach nur auf Abonnieren klicken und Glocke aktivieren, ganz wichtig, so werdet ihr immer benachrichtigt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das für mich tun würdet. Und natürlich immer schön liken und kommentieren für den Algorithmus, würde mich auch sehr freuen. Ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Video. Bleibt dran. Barry.